Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu unserem vierten Online-Fördertraining in der kleinen Corona-Pause. Damit unsere Beine nicht müde werden, geben wir weiterhin Gas hier. Heute Michi. Hi. Servus. Und ich, Marc, machen heute das Training eben. Wir haben wieder was vorbereitet und ich würde sagen, wir starten direkt. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht beide einfach einen Ball für euch. Wenn ihr ein Geschwisterkind habt oder einen Bruder oder einen Papa oder eine Mama, dann nehmt ihn gerne mit. Das kann man auch super zu zweit machen. Wichtig ist, ihr bleibt einfach in eurem Hausstand. Ansonsten braucht ihr 4 Hütchen noch für heute und den Rest werden wir dann gleich sehen, während das Training läuft. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis. Unsere Online-Trainings, habt ihr ja schon gesehen, finden eigentlich täglich von 16 Uhr statt, Montag bis Freitag. Vielleicht nochmal kurz die Zusammenfassung. Kindergarten war Montag, Donnerstag, richtig, Michi? Ja. Und das Torwarttraining findet immer am Mittwoch statt und Dienstag und der Freitag. Freitag war das Fördertraining, genau. Und jederzeit um 16 Uhr, also schaltet immer ein. Gerne auch uns teilen, überall Likes setzen, wir freuen uns, genau. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Ja. Wir haben eine Aufwärmübung mit Koordination und Technik. Das heißt, wir haben hier einfach mal 4 Hütchen vorbereitet. Eine Reihe haben wir schon mal aufgebaut. Das heißt, ihr schnappt euch am besten irgendwelche Klopapierrollen, Schuhe, Bücher. Ihr findet bestimmt irgendwas, was ihr daheim habt. Es muss auch nicht das Gleiche sein, können auch 4 verschiedene Sachen sein. Legt ihr einfach eine Reihe auf, so wie hier abgebildet oder hier, wie ihr es vorfindet. Dann nehmt ihr euch den Ball und dann starten wir eigentlich ganz einfach. Wir haben insgesamt 5 Wiederholungen. Das heißt, 5-mal werden wir die Übung insgesamt machen. Pro Zyklus werden wir einfach 2-mal die Koordinationsübung machen, einmal die Technik von oben bis unten. Aber das werden wir gleich sehen. Wir fangen erstmal ganz einfach an, steigern das Ganze dann. Hier Start, einfach mal mit Koordination, ein Kontakt durch die Hütchen durch. Kann auch eine Leite sein, wie auch immer. Das heißt, einfach schön auf den Zehenspitzen durchlaufen mit einem Kontakt. Lauf dann außen rückwärts zurück. Lauf das Ganze noch mal ein zweites Mal durch mit einem Kontakt und wieder rückwärts zurück und dann kommen wir zur technischen Komponente. Dann nehmen wir den Ball, den wir daneben geparkt haben, legen die am Anfang unserer Reihe hin und dann machen wir einfach nur mit dem rechten Fuß immer Sohle, Außenseite, Innenseite, Sohle, Außen, Innen, bis wir ganz oben angekommen sind und ganz oben lassen wir den Ball liegen. Ziehen ihn mit der langen Sohlenwende zurück zum Startpunkt und dann lassen wir den Ball liegen und dann kurz durchschnaufen und dann kommt schon die zweite Runde. Ich würde sagen, ich starte mit der ersten Runde. Und dann du bist der Chef. Und danach machen wir den Wechsel, okay? Okay. Also, Hütchen hinlegen, wenn ihr soweit seid. Super, dann würde ich sagen, fangen wir an. Also, erste von 5 Runden und dann starten wir gemeinsam. Also, auf die Plätze, fertig, los. Und rückwärts zurück, wieder mit einem Kontakt durch, damit wir einfach warm werden. Erstmal nehmen wir uns den Ball, legen ihn vorne hin. Wie gesagt, nur rechter Fuß, Sohle, außen, innen, Sohle, außen, innen, Sohle, außen, innen, Sohle, außen und eine lange Sohlenwende zurück. Und das war schon die erste Runde. Gut. So, Michi. Soll ich mal nehmen? Du hast zwei Runden. Ja, Ball. Ha. Nein, cool, dabei. Also ich starte mit einem Schritt richtig. Hoppala. Genau, ein Kontakt. Genau, rückwärts zurück. Super. Schön auf den Zehenspitzen. Genau, ein Kontakt. Wunderbar. Nochmal rückwärts zurück. Dann den Ball vorne hinlegen und wir starten mit dem rechten Fuß. Sohle, außen, innen. Soll ich den Fuß absetzen oder soll ich den? Gerne Luft halten. Genau so. Außen und dann Sohlenwende. Und dann eine lange Sohlenwende zurück. Wunderbar. Okay. Genau. Ich mache nochmal, ich bin fit. Warte, Leute. Okay, hallo. Auf geht's. Stark, oder? Super. Genau, fangt auch erstmal im langsamen Tempo an. Dann, wenn es gut läuft, werdet ihr immer schneller. Auch bei der Technikübung erstmal schauen, dass die Übung sauber ausgeführt ist. Und wenn ihr merkt, ihr kommt gut rein, der Ball läuft gut, dann steigert das ganze Tempo. Sehr gut. Und die lange Sohlenwende zurück. Super. Das war schon Runde 3. Jetzt kommt noch. Ja, du hast 2 gemacht. Und ich habe die erste gemacht, sonst mache ich noch die Runde 4, dann noch Runde 5 und dann noch die neue Übung. So, den Ball legen wir schon mal hin. Und dann auf geht's, Runde 4. Ein Kontakt durch, schön auf den Zehenspitzen, Arme immer schön mitbewegen. Und wieder zurück, Ball nehmen,
technische Übung starten wir wieder. Sohle außen, innen, Sohle außen, innen, Sohle außen, innen, Sohle außen und lange Sohlenwände zurück. So, war Runde 4? Ja, eine noch, oder? Eine noch, Runde 5. Ja, schon. Aber gerade zurück. Genau, einfach durch. Zum Reinkommen erstmal. Wunderbar, Ball schnappen und dann nochmal. Genau. Das könnt ihr dann mal kurz absetzen, wenn ihr jetzt eine Position weiter wandert. So wie der Michi es macht. Hervorragend. Super, das war Runde Nummer 5. So, das war der erste Teil. Wir haben insgesamt 6 Elemente oder 6 Übungsteile hier vorbereitet. Dann springen wir zum zweiten rein. Ganz wichtig ist für euch, ihr müsst natürlich jetzt nicht hier gleich durchrattern, wieder zurückwechseln und wieder gleich nächste Runde. Das könnt ihr jetzt mal gerne machen, wenn ihr zu zweit seid, so wie wir gerade. Dann könnt ihr euch schön abwechseln. War jetzt auch der einfache Teil zum Start, deswegen geht das eh gut im Tempo durch. Ansonsten, wenn ihr alleine seid, gebt Gas hier ruhig und dann macht kurz Pause, 10 Sekunden und dann kommt der nächste Teil. Okay. Gut. Aber man merkt schon, das ist schon auf die zweite. Ja? Das ist etwas. Genau. Ja, ich schwitze auch schon. Geht immer schneller, als man denkt. Das ist mir dann noch zu warm. So, zweite Übungsteil, Leute. Wir fangen an mit 2 Kontakten hier durch die Hütchenreihe. Einfach, ganz wichtig, fangen an in der ersten Runde immer mit dem rechten Fuß als ersten Kontakt. Die zweite Runde dann mit dem linken Fuß. Ich zeige euch gleich nochmal, was ich genau meine. Also wir starten jetzt erstmal mit 2 Kontakten mit dem rechten Fuß. Also hier 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jetzt laufen wir wieder rückwärts zurück, wie gerade eben. Und jetzt hat hier genau der Wechsel. Starten wir mit dem linken Fuß. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wieder zurück. Und dann kommt dasselbe technische Element wie gerade eben. Wir wiederholen das Ganze nochmal mit dem rechten Fuß. Also alles unter Sohle außen innen, Sohle außen innen, Sohle außen innen, Sohle außen, lange Sohlenwände zurück und dann sind wir schon wieder mit der Runde 1 fertig. So. Einmal. Wie? Also erst rechts oder links und dann hat der andere Fuß bei der zweiten Runde. Ihr könnt selber bestimmen, welchen Fuß ihr anfangt, also freie Wahl. Können wir rechts an. Einfach mal links, rechts. Entscheidungsfreudig, rechts. Genau. Und dann die zweite Runde mit dem linken Fuß. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sehr gut. Und dann das technische Element dazu wieder. Wir schnappen uns den Ball, genau wie gerade eben. Sohle außen, innen. Sohle außen, innen. Sohle außen. Und die Sohlenwände zurück. Wunderbar. Hier macht ihr einfach kurz Pause, kurz durchatmen, Körper sammeln. Und zweite Runde wieder. Ich bin fest. Und feier. Wahnsinn. Und dann geht es direkt weiter. Super, Michi. Genau, und auf geht's. Und wieder weiter, weiter, weiter. Super, und den Ball schnappen. So, wenn ihr sicher seid, könnt ihr auch natürlich das Tempo steigern. Dann werdet ihr auch noch ein bisschen schneller. Genau, denn Michi hat jetzt wirklich das Ballgefühl gefunden. Der Ball rollt super. Noch eine Runde. Also jetzt dreht er durch. Ja, jetzt noch 10 Minuten nicht. Und also, kann er das Tempo halten mit dem Ball? Nein, bisschen geht. In unserem Alter, da wird es immer schwieriger. Schon mit einem grauhaarigen Kind drin. Hätte. So, die letzte Runde mache ich noch. Hallo. Angst hast du schon 5? Ja, siehst du. Ja, du eigentlich 3? Ja. Ja. Gutes Verhältnis, können wir gerne beibehalten. Genau. Also, und 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jetzt habe ich mit dem linken Fuß angefangen, gar kein Problem. Wir starten einfach in der zweiten Runde mit dem rechten Fuß. Gehen durch, wie gerade eben. Ball schnappen und dann rechten Fuß und versuchen wir nochmal das Tempo hochzuhalten bis zum Ende und dann zurück und dann kurz durchschnaufen. Gut gemacht, Leute. Ja. Hui. Hui. Also nach wie vor. Aber ohne Fenster hier. Ja. Naja. In unserem Kessel. Also. Gut. Trinkpause? Oder nicht? Oder mal weiter noch. Ja. Dritte Übung, packen wir noch. Jo. Also, ein Kontakt, zwei Kontakt, wer hätte es geahnt? 3 Kontakte. Überraschung, Surprise. Wir steigen langsam. Also, 3 Kontakte jetzt hier durch die Leiter durch. Könnt auch gerne hier hinten anfangen, wenn ihr am Anfang Probleme habt, reinzukommen. Vor allem für die Kleineren. Also, zählt immer ruhig laut mit auch. Dann habt ihr immer eine kleine Kontrolle für euch auch.
Und dann gehen wir immer abwechselnd durch. Ihr merkt es auch immer, wenn ihr hier durchgeht mit drei Kontakten. Einmal ist der linke Fuß, einmal ist der rechte Fuß, der davon geht. Also, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wieder zurück. Selbe Spielchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, oh Fehler! Oh, Marki. Das Wechselbank. So, jetzt haben wir das Ganze noch hier anspruchsvoller. Ihr habt gerade gemerkt, Anfang gut angefangen, schön langsam Tempo. Sobald man das Tempo steigert, gleich den Fehler eingebaut. Also Geschwindigkeit ist nicht alles. Schaut, dass ihr erstmal sauber die Übung ausführt. Und wenn ihr die Sicherheit habt, dann steigern wir das Ganze. Jetzt wird es umso anspruchsvoller, zumindest für mich, als starker Rechtsfuß. Jetzt kommen wir auf den linken Fuß. Das heißt, ja, selbe Spielchen. Ja, besser als rechts. Also, selbe Spielchen mit links. Sohle, außen, innen. Sohle, außen, innen, Sohle, außen, innen, Sohle, außen und die Sohlenwände zurück. Und dann sind wir wieder auf die Startposition. Good. Das werten wir jetzt mal in Runde 1 schon. Dann kann der Michi wieder mit 3 Runden vorlegen. Go, go. Und also egal welcher Fuß, haben wir gesagt? Genau. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fies ist, wenn du zählst, du nicht anders drauf. Ich kann bis 4 ziehen. 4, 5, 1, 6. 2. Jetzt linker Fuß, ja? Linker Fuß, genau. Also, genauso wie gerade eben, bloß andere Seite. Sehr gut. Und links unten. Wie ist links dein starker Fuß? Ich habe nur starke Füße. Du hast nur starke Füße. Also nochmal, zähl du nicht, ich zähl da. 1, 2, 3. Siehst du, wenn du ruhig bist? Also gerade immer wenn du den Fußwechsel. Wunderbar, Michi. Außen, innen, außen, innen, ziehen, außen, innen, ziehen, außen, links. Ich mach noch einen, okay? Ein Logo. Drei Wechsel, drei Runden, das müsste. So. Und nochmal. Nochmal, ja, genau. Neun, ja. Und ich bin jetzt runter mit dem Ball. Außen. Ja, wenn man so ein paar Runden am Stück macht, dann merkt man es schon. Ja, wird man noch warm ist, gell? Ja, heiß würde ich sagen. Gut, brennen tust du von Tour aus mit Fußball, gell? Sowieso. So, letztes Mal mache ich. Hallo. Also, wieder drei Kontakte. 1, 2, 3. 4, 2. Und nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehr gut. Und dann nochmal mit dem Ball. Sohle außen, innen, Sohle außen, innen, Sohle außen, innen, Sohle außen und Sohlenwände zurück. Und das war Runde 5 schon. Ich glaube, ja. 1, 3, 1. Wahnsinn. Fair verteilt, passt. Dann gut. Würde ich sagen: Trinkpause. Ganz kurz, schnell. Ganz kurz. 30 Sekunden Trinkpause, da einfach schnell was schatten. Bitte? Da muss ich rennen. Na, auf geht's, Blitz. Und dann machen wir in Ruhe weiter. Ich verweise aber nochmal ganz kurz auf unsere Trainingszeiten. Immer Montag bis Freitag, immer um 16 Uhr haben wir unsere Online-Kurse. Wir haben hier einen Spicker, muss man kurz luren. Eigentlich sollte ich es wissen mittlerweile, aber nur zur Sicherheit nochmal, dass ich auch nichts Falsches erzähle. Montag, Donnerstag ist unser Kindergarten immer um 16 Uhr. Mittwoch das Torwarttraining und Dienstag und Freitag das Fördertraining. Michi ist geflitzt und zwar im Raketentempo. Aber absolut. Der ist für heute auch on fire. Fit wie nie. So, ich würde sagen, wir nehmen die Elemente, die wir gerade hatten: 1, 2 und 3 Kontakte und steigern das Ganze jetzt mit einer Leiter sozusagen. Das heißt, wir fangen an: erste Lücke hier im technischen Element mit einem Kontakt, in der zweiten Lücke dann quasi 1, 2 und in der dritten Lücke dann immer mit 1, 2, 3 Kontakten. Am Ende. 4 sparen wir. 4 ersparen wir euch. Was? Aber wir dürfen Rückwärtsweg haben. Okay. Außer ihr seid natürlich super motiviert, dann macht ihr euch eine lange Schlange mit 10 Hütchen, wenn ihr einen ganz langen Flur habt. Und dann könnt ihr mit 10 Kontakten arbeiten. Sogar. Oder wir machen 1, 3, 5, 7. Ja, also. Oder ihr könnt auch Mathematikaufgaben machen. Nein, lieber nein. Das kleine 1x1. Danke. Einmal 1 ist 1. 2x1 ist 1, 2. 3x3 ist. Wurzel aus. Ein Fehler. Genau. So, die technische Übung bleibt identisch erstmal. Das heißt, wir bleiben erstmal noch bei der linken Seite, mit dem linken Fuß.
ersten nächsten Übungsteil werden wir dann das Ganze noch ein bisschen komplizierter gestalten. Also links, hopp, 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 hopp. Ihr kennt das, ich spanne das bis zum Ende. Deswegen fangen wir direkt an. 5 Wiederholungen wieder. Und ja. Los geht's. Dann würde ich sagen, starten wir. Also, schauen wir mal, was ich für einen Fehler mache. 1, 2, 1, 2, 3. Ah! Oh! Das lasse ich mich nicht nehmen, nochmal. Die Technikpolizei, dass ihr das nicht durchgängt. Das war Koordination. Koordinationspolizei. Also, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Jetzt hat man's. Und zurück. Und gehen wir Gas. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Hopp. Abschnappen. Linker Fuß. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Und so am Ende zurück. Runde 1. Runde 1. Michi, die ersten 4 Runden könnt ihr. Okay, gut. Okay. Also, 1, 2, 3, 4. Oh. Nochmal, gell? Gleich. Ja. 1, 2, 3, 4. Streber bitte. Unfassbar. Wahnsinn. Gut. Hopp, hopp. Die Ruhe genießen, Fokus reinlegen und er kommt uns wieder an. Noch eine Runde, Wahnsinn. Ich kann den ganzen Flummern so eine Reihe aufbauen, ne? Das wäre doch echt meine Idee, oder? Dann immer steigern. Ja. Links. So, einmal. Noch einen. Ja, oder so wie vorher. Na dann. Und zurück. Jetzt. Und nochmal. Sehr gut. Und dann am linken Fuß. 1, 2, 3. Wunderbar. Und vorne raus. Und. Super. Gut. Einen noch. Das war schon. Was? Bist schon wieder durch? Es waren 4 Runden gerade von dir. Ja? Ja. Bist du schnell? Okay. Das war. Ja, gut, okay. Dann müssen wir leider nochmal später in Zeitlupe anschauen, damit wir mitkommen können. Aber überraschend. Flash. Flash. Wie schnell wir beim Trinken waren, war auch bei der Übung. Okay. Also. Gut. Gut. Mhm. Ja, witzige Idee. Natürlich können wir das auch einen langen Flur machen, wenn ihr eine Kurve habt im Flur. Natürlich. Einmal das Treppenhaus zum Nachbarn hoch. Einmal hoch, runter. Liter Milch holen und wieder runter. Ja, also. Ausprobieren. Habt eine Aufgabe, schickt's uns. Ja. Also. Sehen. Gut, dann. Das war schon Übungsteil 4. 2 haben wir noch offen. 2 Koordinationselemente. Und das Technikelement ändern wir auch nochmal. So, einfach jetzt hier laufen wir zickzack durch. Das heißt, einfach hier enge Kontakte. Es gibt auch keine konkrete Anzahl an Kontakten, aber kurze, enge Schritte. Das heißt, schön aus den Zehenspitzen raus, rüberlaufen, in das Hütchen, kurz draufsteigen, rüber, rüber und dann wieder rückwärts zurück. Achtet auf die kurzen Kontakte, schön auf den Zehenspitzen sein. Wichtig ist, Hütchen nicht platt drücken oder euren Buch oder das Kochbuch der Mama, außer es vielleicht, es schmeckt nicht. Das Porzellan. Das Porzellan, das ist natürlich überragend. Also, 2 Runden wieder und dann das Technikelement tun wir etwas anpassen. Wir starten hier, kombinieren jetzt den Teil 1 und Teil 2. Das heißt, wir fangen an, erstmal mit dem rechten Fuß zu arbeiten. Wie gerade eben, Sohle außen, innen, gehen dann mit einem Schiebekontakt durch das Tor durch. Und machen dann eine Schussfinte, kommen dann auf der anderen Seite quasi raus, haben uns einmal gedreht 180 Grad und jetzt machen wir dasselbe Spielchen mit links. Sohle außen, innen, Schiebekontakt, Schussfinte, hoppala. Soll natürlich gerade zurücklaufen. Dann rechter Fuß, Sohle außen, innen, Schussfinte und dann Sohle außen und Sohlenwende zurück. So, nochmal komplett. Okay, soll ich das machen oder machst du? Ich mache noch eine Runde, okay. Damit du nicht alle 5 machst. Stimmt. Du bist so motiviert, ey, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn heute, ich weiß nicht. Also, hopp, durch, zack, durch, kurz stehen bleiben immer, kurz Stabilität finden, zurückgehen, nochmal, hopp, 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 durch und zurück. So, Ball schnappen und jetzt halt. Rechts starten wir, Schiebekontakt durch, Schussfinte, parken, linker Fuß, hopp, ach, durch. Schussfinte, rechter Fuß, schnell sein. Ja.
Die Schlussfinte mit rechts oder links oder gar? Das war der falsche Fuß gerade. Und zurück. Okay. Also, wenn ihr natürlich arbeitet hier auf der rechten Seite mit der Technikübung, rechts, 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 dann macht ihr auch die Schussfinte mit rechts. Okay. Wenn ihr auf der anderen Seite seid, okay. Schussfinte mit links. Ich muss jetzt einmal klären, ist es Finte oder Flinte? Schussfinte. Was sagt, was steht in den Duden drin? Ich glaube Flinte. Weil die Kinder immer sagen Schussflinte. Und die sammeln auch noch die Hütchen. Flinte ist. Ja, ich weiß es nicht. Die Kinder sagen es auch. Die sagen aber auch oft, sie sammeln nicht die Hütchen ein, sondern die Hühnchen. Finde ich auch gut. Was, die Hühnchen? Die Hühnchen, hab ich schon oft gehört. Ich hab nur meine Trainer sollen da alle Hühnchen einsammeln. Ich habe nur meine Hühnchen wegfliegen gesehen bisher. Aber okay, seitlich, links, seitlich, rechts, richtig? Also. Genau. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Hopp, und das, ja? Nochmal, ne? Zweite Runde. Hopp, hopp. Einmal zurück. So. 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 Rechts von mir, ne? Rechts von mir. Hopp, hopp, hopp. Schiebe nach durch, Schussfinte, Drehung. Hopp. Und jetzt links. Links. Ziehe aus innen. Schuss der Schussfinte links. Auch links. Okay. Ziehe aus innen. Schussfinte rechts. So, wieder außen. Nullwende zurück. Hopp, okay. Das war Runde 2. Gut. Sollen das so kleine Boxerschritte sein oder sollen das so nebeneinander? Ist eigentlich egal, oder? Genau. Also Körperschwemmung eher tief, kurze Frequenz, schau dich, dass es so trampelt, weil manchmal trampelt man auch so ein bisschen fest. Ist auch gut für die Nachbarn, aber nicht so trampeln wahrscheinlich. Außer ihr habt einen Nachbar, der vielleicht, nein, da wollte ich sie sagen. genau, also, kurze Frequenz, mit Tempo, wenn es geht, kurze Schritte. Kurz ruhig Pausen einbauen am Hütchen, so den Tempowechsel noch spüren. Und sehen. Zurück. Der Ball. Schussfinte, Drehung. Das ist gar nicht so einfach mit der Drehung. Ja, vor allem, wenn wir keinen Platz haben. Ja, eben. Die Wand hinten ist auch da. Ja. Andererseits wollten wir umbauen, Durchbruch vielleicht zum Nachbar. Vor allem haben wir ja auch im Spiel nicht immer Platz. Das heißt, schade, die Wand hinten ist. So, ich mach nochmal, ja? Nein, ja, gut. Ja, logisch. Komm, auf geht's. Und schneller nicht die Korn, auf geht's. Gib jetzt mal Gas hier. So, ich lasse mal langsam vor, damit es alle irgendwie. Ja, eine Runde mal Volltempo. Wenn du schon Flash bist. Sieht man das auch auf dem Bild, wenn ich so schnell bewege? Rein. Sehr gut. Innen. Rein. Und. Außen. Und dann so. So. Einen brauchen wir noch. Eins, zwei, drei. Ich habe drei, du eins. Schnell mal eins, Michi. Ja? Nochmal, oder wie? Verstehen? Boah, das war schnell. Schon. Ne? Das war jetzt die schnellste. Also, einmal nur schnell. Volles Tempo. So, da war ich. Kann aber erhalten. Sauerstoff, Mann. Hopp. Ja, lieber sauber, ne? Bevor man es nur. Ne, klar. Also bevor ihr jetzt wirklich nur schnell ins Hudeln kommt und hektisch seid und wird die ganze Wohnung zerlegt, dann lieber darauf achten, dass der Ball nicht gegen die Wand bunkert. Außer es ist der kleine Bruder. Dann vielleicht schon. Schau, dass die Ausführung natürlich stimmt. Genau. So. Gut. Michi. Jo, nächste. Das war die erste von 5 Runden. Jetzt noch die anderen 4, oder? Nice. So. Was geht's? Letzte Übung hier in dem Teil. Wir kommen zu den Tap-Schritten. Oh, Tap-Schritte bin ich gut. Ja? Ja, mega. Das ist mein Ding. Na dann. Michael, Tap-Schritt mal gut. Auch. Genau. Lass mal sehen. Also. Leute. Wir fangen an. Man wird zu euch geredet. Der Technikteil bleibt genauso gleich wie gerade eben, das heißt rechter Fuß, Schussfinte und linker Fuß und Schussfinte und so weiter und so fort. Einzige, was jetzt noch dazu kommt, sind hier die Tap-Schritte. Das heißt, wir fangen jetzt einfach an, arbeiten uns einmal komplett nach vorne und dann wieder zurück. Das heißt, wenn ihr reinkommen wollt, könnt ihr auch gerne auch, oder? Hoppala! Nein, das ist ein Gefühl, starten erstmal. Das heißt hier, hopp, hopp, rüber, wechseln und dann gleich zurück. Braucht ihr auch nur einmal machen tatsächlich und dann gehen wir genauso wie gerade eben in die Technikübung rein. Sohle außen, innen, Schiebekontakt, Schussfinte, linker Fuß, hopp, Schiebekontakt, Schussfinte, rechts, durch, Schussfinte, links, außen, Sohlenwende zurück und das war schon Runde 1. Mhm.
Okay. Jetzt war ich mal mit zwei, oder? Oder willst du wieder vorlegen? Ich weiß nicht, wie es um deine Fitness bestellt ist, Marc. Mach so viel. Du hast deine Leistungsgrenze heute an, oder wie? Ja, ich gehe heute drüber, glaube ich. Drüber? Das wollen wir sehen. Komm, ich mach. Okay. Du bist der Trainer, ich bin der Spieler, du zeigst es einmal und ich mach das. Genau, der Rhythmus ist immer 1, 2, 1, 2, mein Pep, ja, was gar nicht so einfach ist. Also immer pop, 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 pop. Dann immer wie ich. Bist du zufrieden mit meinen Peps? Überragend. Ich könnte sie noch verrückter machen. Ja, probieren wir mal später aus. Als Hausaufgabe, gerne. Jetzt einmal hoch, runter und gut, gell? Genau, einmal ist es fertig. Also genau, Tapps steht noch eine Runde, diesmal. Schuss. Oh, der war schlecht. Ja. Die Kraft war stark, Mensch. Hopp, und. Ich glaube, ich kann wie so eine Balletttänzerin mein Bein noch ganz hoch. Wie soll ich, ne? Also. Siehst du? Stark, ne? Oder soll ich die Bomben machen? Wenn ich nicht Abstand halten müsste, würde ich mich jetzt runterlegen. Aber... Wahnsinn. Geht auch, oder? Nicht schlecht. Machen wir mal variieren, mal ausprobieren. Hoch, unten. Hauptsache der Rhythmus stimmt, ja? Hopp, Schuss hinten, Schuss innen, Schuss hinten, Schuss innen, Schuss hinten. Und hopp. Nochmal. So, ja? Was kannst du noch? Was ich noch kann? Gibt's was Verrücktes? Ich kann dazu mit den Arm wackeln. Ja, okay. Ich bin stabil bleiben, gell? Genau. Grad, ja, wackelt man hier so ein bisschen. Aber du wackelst gar nicht. Nein? Nein. Das ist gerade irgendwie so ein bisschen schwammelig angefühlt. Das ist, glaube ich, eher eine Müdigkeitserscheinung. Ja, das kommt natürlich jetzt erschwerend hinzu. Das ist auch so richtig. Schuss, finde ich. Brauchst du dich auch nicht wundern daheim. Also wenn ihr irgendwann jetzt hinten raus schlampiger werden solltet, das geht natürlich an die Kräfte, desto mehr Wiederholungen man hat. Es liegt immer am Ball oder am Platz, Mann. Immer. Und das ist natürlich sowieso. Und der Schiedsrichter ist natürlich nie der Mann. Nummer 5 jetzt, ne? Ja, das war jetzt Runde 2. Ehrlich? Okay, gut. Eine noch. Ich glaube, wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass man den Fuß halt, ne? Wir machen ja dann so eine Wippe quasi, ne? Ah, okay. Dass man halt, was habe ich schon oft gesehen, dass man halt nicht diesen Tap, sondern dass man das Gewicht so tauscht, dass es halt gleichzeitig und schnell hinsetzen und schnell wieder weg. Das ist dieser kurze Kontakt. Das ist immer dieses 2, 1, 2, 1. Also ich habe immer ganz oft gemacht, festgestellt, dass einfach Rhythmus ein Mega-Problem ist. Genau, du machst du quasi links immer, hopp, 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 hüpfst die ganze Zeit und nur jeden zweiten Hüpfer oder Schritt kommt der zweite dazu. Vielleicht auch als Tipp, also bei kleineren Kindern habe ich es so eingeführt, dass man auch zum Reinkommen mit Hütchen machen kann, auftippen. Genau, ja. Dass man einfach drauf geht, vielleicht auch das Hütchen berührt sogar und dann erstmal langsam reingeht. Genau. Hauptsache, man kommt in den Rhythmus rein. Genau, man berührt den Boden dann nicht, sondern nur das Hütchen. 2, 1 und 2. Die Steigung wäre dann theoretisch, dass man ja den Fuß quasi über dem Hütchen parkt. Einfach mal 1, 2, 1 und 2 und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Ich muss die Technik machen, ne? Aber, Michi? Schnell. Es war schon so schnell gerade, ich denke, wir haben es nicht gesehen. Okay, ich mach's nicht witzig, ich zeig's dir mal. Nochmal, okay. Aber für die nicht so gut sehen, mach's mal ganz klar. Soll ich die Michi eigentlich Übung schenken? Aber der Michi ist nein, irgendwie ist, so Michi ist heute irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, der hat heute gut gefrühstückt und dementsprechend viel Energie dabei. So. Gut. Ja? Ich spicke auch meinen Trainingsplan. Ist gut. Fertig? Der erste Teil ist durch. Aufräumen. Das heißt, ich würde sagen, der Michi hat so Gas gegeben, der Trainer war drauf. Du darfst gern was trinken gehen. Das mache ich, ne? Ein Schluck hier. Und. Wenn ihr mich seid, auch und dann beende. Für ganz einfach. Trainer ärgern oder die Erden? Einen kleinen Becher, eine Mülltonne oder irgendwas. Das heißt, gerne sucht ihr euch schon mal raus. Wir haben dann hier, ich zeige es euch kurz, einfach so ein Papier einmal mal hergerichtet, schon mal für später. Könnt ihr ja schon mal suchen, den brauchen wir jetzt noch nicht. Ich kann nur so einen Zirkus auftreten. Cool, oder? Also mache ich mir ein bisschen Sorgen. Das ist ein Multitalent. Okay, wir brauchen Mülleimer, den haben wir, ja? So. Brauchen wir den jetzt schon mal? Später. Okay. Der ist dann für den Abschlusswettkampf. Wir fangen an mit zwei Hütchen einfach nur. Wichtig ist für die Übung, entweder sucht ihr euch einen Trainingspartner
Oder ihr sucht euch ein Stück Wand. Oder wenn ihr draußen seid, ich finde eher besser, wenn ihr einen Garten habt, aber nicht jeder hat einen Garten, geht lieber raus, macht es draußen frische Luft. Oder geht in den Park. Darf man ja auch. Ist ja erlaubt. Also deswegen geht ruhig raus, schnappt euch Bruder, Schwester, Mama, Papa, geht raus zusammen, dreht eine Runde. Mal gucken, wie Mama oder Papa das Training auch mitmachen können. Vielleicht auch mal hier und da ein bisschen Spaßfaktor reinbringen. Ja. Und genau. Zwei Hütchen, eine Reihe aufbauen. Wir haben jetzt in jedem Fall hier das Stück Wand, was wir gleich brauchen werden. Wie gesagt, stellt eine Bank, eine Bierbank oder eine Mülltonne oder eine Spielpartner stellt sich da drüben hin. Einfach als Option. Und dann ja, kommen wir zum zweiten Übungsaufbau, zum zweiten Teil, zur Technikübung. Also, wir starten jetzt wieder mit dem rechten Fuß. Also, wir blicken quasi, wenn zwei Hütchen hier in Reihe sind, gehen auf die rechte Seite, starten mit dem Ball rechts neben dem Hütchen, fangen an mit Ziehen, Fußwechsel. Zweimal, erst rechts, links, danach links, rechts, gehen nach vorne raus, machen jetzt einen Cristiano Ronaldo durch die Hütchen durch. Wichtig ist bei Cristiano Ronaldo, eigentlich normalerweise machen wir den ja im vollen Tempo immer. Macht es jetzt mal langsamer. Ja, einfach aufgrund des Platzes auch diagonal durch das Tor durchgehen. Cristiano Ronaldo geht vorne raus und dann machen wir hier oben eine Zidane-Wende. 1, 2, 3 und der dritte Kontakt, den spielen wir nicht mit der Innenseite nach vorne raus, sondern den dritten Kontakt kappen wir zurück auf die rechte, die rechte Seite, unten startet die linke Seite, spielen einen Pass oder spielen zu eurem Papa oder Mama entgegen, die lassen den Ball prallen, laufen entgegen und dann machen wir aufdrehen und zwar mit der Innenseite, ganz wichtig, nicht mit der Sohle, speziell wenn der Ball schneller wird, nicht dass er durchflitscht oder nass ist und dann drehen wir auf, Kontakt nach vorne und jetzt sind wir wieder in der Startposition, wie gerade eben. Okay. Du, okay. Ich fange an. Ich bin, mal Mitspielpartner, mal Zuschauerpartner, okay? Müssen wir aufpassen, wie Abstand, gell? Ja, ja, ich bin hier 1, gut, Abschluss. Also, fangen wir an. Ziehen, vorlegen, Cristiano Ronaldo durch, dann Zidane-Wende, 1, 2, Kappen, Pass spielen, oh, der Pass wieder da ist, ah, gegen gehen, aufdrehen, vor, ziehen, Fußweg, machen wir zwei Runden am Stück, habe ich vergessen zu sagen, und dann nochmal Zidane, 1, 2, 3, oh, Kappen vergessen, runterspielen, hopp, aufdrehen und stopp. Okay, so muss man mit der Mann. Also. Ziehen Fußwechsel rechts, ja? Zu mir herziehen. Ne? Genau, einmal her zum Körper. Hopp. Einmal. Oh. Ziehen Fußwechsel mit. Ach so. Mit der Innenseite. Was du sagen hast. Also, Innenseite. Genau. Sehr Innenseite. Gut. Jetzt Ronaldo, richtig? Ronaldo. Ist der Fuß in der Luft oder am Boden? Für die es vielleicht noch nicht so gut kennen. Ronaldo, links steht am Boden, rechts in der Luft. Und dann so. Ich bin Innenseite und mehr hoch. Fuß hoch. Genau. Genau. Das ist eigentlich so ein Sprungbewegung, da ich auch gerne dabei. In dem Moment, wo du spielst, springt dann der andere Fuß. Ich sage immer, es ist wie so ein Pendel von der Uhr. Weißt du, du sagst so bei den kleinen TikTok, gut, hopp, siehst du? Also ich muss und dann sagen, irgendwann gehe ich zum Ball. Ich mache erst TikTok, so. Hopp. Und jetzt treffe ich irgendwann den Ball. Und dann rollt er automatisch unter meinem Fuß durch. Sich mal nicht schlecht, oder? Da kommt TikTok. TikTok, ja. Wir finden uns aber auf unserem TikTok-Kanal. Okay, gut. Also, ziehen. Innen, ja. Körper drehen, Becken öffnen, hopp. Sehr gut. Und Ronaldo rechts. Zidane-Wende 1, 2. Dritter Kontakt, Cut. Kappen. Oh, sieht er nicht so doll. Und. Und die Atmosphäre entgegenkommen. Genau. Geht es auch durchs Tor, durch zur Notfall, wenn es zu schnell wird. Ah, dann hat der Spieler aber den Ball. Das ist ein Spiel. Ich muss also spielen und schnell nachlaufen. Genau. Okay. Das merkt natürlich. Ja, doch, einfach. Hopp, hopp. Ronaldo rechter Fuß. 1. 2 Kappen, es Kappen, ne? Dann da hinten, Knie und Zehenspitze nach oben und dann push auf den Ball. Genau, schön im vorderen Bereich. Auf den Ball und spielen, Nachlauf. Oh. Oh. Zu fest. Ich muss mich schicken, ich muss nochmal üben. Hopp, hopp, Ronaldo, hopp. 1, 2, 3. Und geh dran. Um die Wand. Jetzt ist besser. Ja, wunderbar. Wenn du nicht mitspielst, klappt's. Das liegt bitte mir, also verstehe. Nur an dir. So, das war Runde 2, schon mit Runde 3. Ist so? Ja. Hopp. Genau, schau, dass ihr so wieder weg ist. Mal. Mit der Wand hier hinten? Der Andi hat schon im letzten Förderdrehen fast ein Loch hier reingemacht. Bei den Skater-Jumps. Hopp. Hopp.
Und halt rechts. Und wegdrehen vom Gegenspieler, Kanten, wunderbar. Wieder. Aufdrehen und stopp. So, war Runde Nummer 3. Genau, ihr macht auch immer zwei Runden am Stück. 1, 2. Mhm. Danach kurz Pause durchschnaufen. Und wie gesagt, wenn ihr wieder merkt, es läuft ganz gut vom Ablauf her, dann steigen wir das ganze Tempo. So, Michi, wie machen wir weiter? Nochmal? Willst du nochmal? Ich mach nochmal, ich bin noch nicht zufrieden mit meiner Sedane, der ist so eng und das ist. Warte, wir machen es ein bisschen einfacher. Einmal mit Profis arbeiten. So, jetzt wirst du sehen. Okay, ich bin gespannt. Also, hopp, jetzt wird es hier unten aber enger. Dafür kann ich tatsächlich nichts. Eins, so, rausdrehen. Zwei, siehst du, wie entspannt es jetzt hier abläuft? Hopp, und nochmal. Und einer. Fußwechsel. Ronaldo. Eins. Zwei. Kappen. Wieder. Okay. Dann stopp kurz. Okay, ja cool. Ja, man muss da glaube ich mal auch in der Wohnung dann so ein bisschen die Abstände variieren und gucken, dass man halt gut hinkommt. Genau, also ihr merkt es selber, also wir sind jetzt vielleicht auch, naja, die größten Männer, ja. Eins, was ist so 1,83. Also die meisten sind so um die 1,85 rum, sage ich jetzt mal grob. Deswegen habe ich die längere Beine, mehr Abstand. Wenn ihr natürlich kleiner seid, könnt ihr euch Abstand etwas kleiner machen, braucht ihr weniger Platz. Dann müsst ihr aber das Gefühl bekommen hier, schaut, dass ihr einfach, wenn ihr Übung drin seid, einen guten Rhythmus bekommt, dass ihr ein Gefühl habt, dass die Übungen auch flüssig sind. Ihr merkt selber, wenn es so ein bisschen wie ein Roboter-Dance sozusagen, so ein bisschen holprig ist. So wie bei mir. Dann stimmt der Rhythmus einfach noch nicht, dass der Bewegungsablauf nicht so flüssig, deswegen da einfach schauen, dass es das Gefühl bekommt. Was der Michi hier schön gemacht hat, auch bei der Sedanwende, finde ich, er hat schön den Körper geöffnet. Er zeigte damit auch, dass er hier quasi rübergeht und rausgehen würde wollen. Ganz wichtig auch gleich noch als zusätzliche Stütze, aber durch den Blickkontakt, dass ihr quasi mit dem Blick auch noch euch öffnet, dass ihr zur Seite rausschaut und dann rübergeht, dann habt ihr auch im Spiel den Vorteil, den wir uns hier arbeiten wollen. So. Sehr gut. Marlo, die letzte Runde. Soll ich mal wieder? Wie du willst. Du setzt mich ein, wann du willst. Dann mache ich die letzte Runde noch und dann kommen wir zum nächsten Video. Also, Du kannst ja noch was erzählen zu den Standtricks vielleicht. Genau, heißen Standtricks, weil man sie im vollen Tempo macht. Nein, natürlich, weil man sie im Stehen macht. Eben ist ja diese drei Standardgeschichten, ziehen hinten rum, ziehen Fußwechsel und ziehen vorlegen. Und das ist eben ziehen Fußwechsel mit beiden Füßen. Und die kann man gerne, diese Standtricks, gerade auch mit beiden Füßen üben, weil wir sie im Spiel auch gerne mit beiden Füßen anwenden können. Mit deinem Anhalten den Satz beendet. Das ist Timing. Das ist in der guten Ehe ist es immer. So, Michi. Gut, perfekt. Wir haben rechts gemacht, jetzt kommt. Nochmal, rechts. Links, okay. Ich weiß, ich mach's gleich. Mal schauen, ob ich's hinkrieg. Also Jungs, Mädels, es kommt genau das Gleiche. Los, spiegelverkehrt und wir starten mit dem anderen Fuß. Lass mich hier aber mal machen und schauen wir mal. Ihr sagt selber Bescheid. Ich muss mal anfangen. Siehst du? Wäre schon der erste Fehler gewesen. Also links ziehen Fußwechsel. Rechts ziehen Fußwechsel. Links Ronaldo. Links Zidane, Wendel und Kappen. Hopp. Boah, schlecht. Und links spielen. Hopp. Und links aufbringen, oder? Genau, Kontakt kommt von vorne raus und genau. Dann ist wieder in Startposition. Ach, du bist schon wieder. Klappig gemacht. Hopp. Hopp. Ich kann nicht hingeschaut, weil es ein bisschen schon. Aber. Eins. Ehrlichkeit zwei. Ist der beste Weg zum Erfolg. Hopp. Rollen lassen hinter den Ball. Der wird passen. Boah, zwei. Zu schnell gepasst ist. Das macht aber Spaß, ist gut. Ja. Ist ein guter Rhythmus, finde ich. Das ist cool. Hopp. Und. Hopp. Und da kann man vielleicht auch drauf achten, so ein bisschen, dass man sich bei dem zweiten Ziehen, Fußwechsel, den Ball nicht schon ins Tor spielt, weil dann wird das oft so eine Bewegung, oder? Sondern dass man sich vielleicht den Ball da sogar ein bisschen Richtung, bei uns jetzt Richtung Wand, da rausnimmt, dass man schon mal so ein bisschen seitlich steht, dass die rechte Schulter dorthin zeigt, wo wir hin wollen. Dann kommt man gerade oben raus und nicht so weit neben dem Hüchlein. Wenn ich halt hier so mache und so schlage, dann landet man am Ende halt hier. Wir wollen ja nicht nach oben. Deswegen, wenn man da so die Schulterachse zeigt, geht auch der Ball im Optimalfall entlang. Man kann ja auch sagen, argumentieren, Hütchen ist der Gegenspieler und wenn wir den Zielfußwechsel machen, dann gehen wir auch vom Gegenspieler weg. Und okay, also nochmal ganz bewusst. Hopp. Genau, das machen wir jetzt auch. Bisschen nach außen lassen wir mal. Jetzt haben wir schöne Diagonale, wo wir auch durchgehen. Jetzt läuft der Ball auch schön nach oben.
und 1, 2. Schlage. Sehr schön geklappt. Und schnell entgegen. Und ich vergesse auch das Entgegenlaufen, merke ich. Ja, es ist ganz auf dem Spiel, wo du gut Doppelpass. Ja, ja, voll. Oder nicht? Ja, aber ich bin halt, meine Füße sind zwar schnell, aber mein Kopf ist langsam, merke ich. Irgendwie habe ich das Gefühl. Hopp, raus. Und nachlauf auf. Ich mach das nochmal, ja? So, stopp jetzt kurz. Ja. Für euch auch, dass ihr so eine Fließbandübung macht. Wir haben gesagt, wir zwei Wiederholungen machen. Ja, hier. Stimmt. Und deswegen machen wir jetzt einfach kurz mal kurz durchschnaufen, 10 Sekunden. So, ihr habt auch den Übungsablauf, glaube ich, drin. Und jetzt würde ich sagen, noch 2 Runden. Ihr versucht es so schnell es geht. Trotzdem schaut, dass es sauber ist. Wenn es nicht sauber ist, dann macht wieder langsamer. Das probieren wir jetzt einfach mal auch 2 Runden Stopp. Sauberkeit vor Schnelligkeit. Genau. Okay, und los geht's. Hopp. Hopp. Unter Tempo, weißt du? Ja, das ist Tempo auf engem Raum. Das ist immer ein Problem, ja. Ja, das ist halt wie, wenn ich bei Bayern halt dann doch nicht mitspielen kann. Das ist doch ein bisschen zu schnell. Bei Bayern. Für Paris Saint-Germain reicht es, oder? Ja, für Paris. Für einen guten Karlsruher SC reicht es wahrscheinlich. Karlsruher SC? Ja, ich bin ein großer KSC-Ultra. Liebe Grüße an den KSC-Fanclub von meinem Bruder. Die alten Ultras läuft nicht so bei uns im Moment, wenn ich das schon sage. Ganz, ganz peinlicherweise sagen, wo spielt man KSC aktuell? Ist eine unverschämte Frechheit. Wir sind absolute, eine Größe in der zweiten Liga, wie man so schön sagt. Na dann? Nee, die steigen wahrscheinlich wieder ab in die Brücke. So. Naja, gut, anderes Thema. Ja, cool. Dann haben wir durch. Verfügungen. Verfügungen. Ihr seid natürlich alle jünger, ihr seid alle spritziger, frischer als wir. Ihr seid voll im Training drin. Wir schauen euch normalerweise immer noch draußen zu. Ja. Aber... deswegen, ihr seid jetzt Vollstoff gegangen, kurz was trinken, kommt wieder her und dann machen wir den letzten Teil und dann brauchen wir auch den Mülleimer oder... Schießt wir jetzt eigentlich auf irgendwas? Ja, schon, oder? Auf den Trainer. Trainer, ah. Schwere Verletzung, ich geh schon was trinken. Wahnsinn. Ich geh auch schon was trinken und dann geht's weiter. Bis gleich. Ist immer gut, wenn der Spieler vor dem Trainer da ist. Der Trainer ist nie in der Ferne. Ja, das beobachte ich von draußen. Okay, ich sehe schon, Mülleimer. Jetzt geht's los. So, unser Abschlusswettkampf. Am besten stellt ihr den Mülleimer hinter der Glasvitrine auf, oder? Mhm, genau. Bitte bloß nicht. Aquarium, gern genommen. Aquarium, aber also mit Piranhas. Also Mülleimer vor das Aquarium oder Terrarium mit der alten Vogelspinne. Das wäre natürlich sensationell. Okay. So. Du bist rechtsfüßig. Ich bin rechtsfüßig. Ich bin beidfüßig. Das stimmt auch, gell? Nein, hör auf. Ich bin mir nicht bei mir. Also, Leute, wir machen genau das gleiche wie gerade eben eigentlich. Führen Sie wieder beide Übungen zusammen. So ähnlich beim Aufwärmteil. Starten hier mit der Übung mit der linken Seite, wie gerade eben. Das heißt, hier vorne gibt es hier einen Fußwechsel. 1 und 2 gehen raus. Cristiano Ronaldo diagonal nach vorne. Zidane-Wende. Kappen zurück, spielen den Pass erstmal runter, laufen entgegen, drehen dann vor dem Hütchen mit der Innenseite auf, Schiebekontakt nach vorne, Tick vom Hütchen weg, außen weg und dann. Andere Seite. Ich weiß es nicht. Nee, schon, schau, du kappst den hier oben mit den Armen in der Links und spielst dann mit dem starken Fuß. Also man muss quasi, fang nochmal an. Nee, ich bin Fehler drin. Natürlich. Jetzt fange ich wieder links an. Ich muss ja auf die rechte Seite. Ja, Marc, das ist deine Übung. Und deswegen, wenn ihr dann aufgedreht habt nach dem Pass, dreht ihr jetzt seitwärts auf, haut rüber und dann positioniert ihr euch hier seitwärts und macht hier ziehen. Genau, wir lassen da einen Fußwechsel weg. Ein Kontakt, genau. Und dann kommen wir jetzt genau in selben Übung raus, nach rechts mit dem Cristiano Ronaldo und gehen zum Übungsteil 1 rein, sozusagen vom Fohlen. Hopp, und dann, jetzt kommt die Aufgabe, lupfen. Und das wird spannend. Wir machen es. Oh! Ah. Gut, ich habe dir gerade zugehört, aber nicht. Da ist er drin! Du musst verstehen, ich habe dir zugehört, aber nicht zugehört. Kennst du das? Wenn du dem anderen beim Weg zuschaust, aber nicht wirklich bei der Sache bist, dann machst du gerade bei mir. Aber was ich war auf Malediven im Kopf. Also wir fangen an. Hier, was? Wir fangen auf der linken Seite an.
Genau. Anziehen dann? Ah ja, genau, richtig. Okay, also zieh Fußwechsel links. Genau, zieh Fußwechsel raus. Cristiano links. Ronaldo links. Zidane deine Kappen, also raus, öffnen, zurückholen. Links spielen, nachgehen, aufdrehen, jetzt aber nur einmal. Ziehen, Fußwechsel. Genau, und super. Stark, siehst du, ich habe doch aufgepasst. Hopp, hopp. Oh, der war weit. Und jetzt wird es spannend. Okay, darf ich ihn anhalten? Schon, oder? Bleib mal so reinziehen. Erster Treffer, dann Schluss, richtig? Klar. Also, okay. Ah, der war so schlecht. Muss ich gleich nochmal. Okay, darf ich nochmal? So, ihr macht folgendes. Ihr schnappt euch euren Bruder oder Schwester und dann macht ihr einen 1 gegen 1 Wettbewerb sozusagen gegeneinander. Und wer zuerst trifft, Golden Goal, gewinnt. Okay, also, hopp, raus, Ronaldo rein, 1, 2, Kappen, spielen, aufdrehen, Fußwechsel, sehr gut. Fußwechsel. Ronaldo rechts. 1, 2, Kappen. Und? Das wird spannend, Leute. Das ist echt ein großer Druck vor so einem Millionenpublikum. Ja! Schuss Nummer 2, ist nicht schlecht. Das war einer von zwei. Ich mache aber nochmal. Jetzt muss ich bestätigen, dass kein Zufall war. Das war auch kein Zufall. Das genau. Nee, Blödsinn, so. Links. Rechts. Ronaldo links. Wegsteigen. Kappen. Spielen links. Aufdrehen links. Nach außen leicht. Schön nach vorne. 1. Hopp. Und? Junge. Jetzt ist der Druck aber richtig hoch, ja. Ah, super linken, aber. Ja, okay. Michi, bestätigt. Zweiter Ball hintereinander drin. Das Wenn und Aber und Wie kann man diskutieren. Aber machen wir nicht wir heute. Nochmal oder nicht? Wollen wir noch eine Runde machen? Ich mach's nochmal drin. Oder bist du? Ja. Also ich mach nochmal. Ich bin. Das ist gut gelaunt. Raus. Raus. Ich kann bestätigen, wenn man mal drin ist, gell? Ja, doch. Das entwickelt sich richtig ein Flow, wie man so schön sagt. Dann musst du den inneren Schweinehund überwinden. Ja, ja. Ziehen, Fußwechsel, Ronaldo raus, 1, 2, holen, und jetzt, beides hier, ich würde sagen, tolle Schau. Technik, sagt man noch, und Breakdance auch noch, der steht auch noch, der, fast, das wäre es gewesen, Leute. So, ich glaube, wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Unbedingt. Ich fand es super, Michi. Ich glaube, cool. Auch ihr daheim habt super mitgemacht. Ich würde euch mal selber auf die Schulter klopfen. Aber nichts. Schulterklopfer unter Profis, wie man so schön sagt. Genau. Und dann würde ich sagen, wir verweisen nochmal auf unsere Trainingszeiten. Montag Kindergarten 16 Uhr, Dienstag Fördertraining 16 Uhr, Mittwoch Torwarttraining 16 Uhr, Donnerstag Frühkicker nochmal 16 Uhr und Freitag Fördertraining um 16 Uhr. Und es gibt jeden Tag Challenges vom Faxe auf Instagram, YouTube, Facebook und so weiter. Nachmachen, üben. Verlinkt uns in den ganzen Stories auf Instagram, Facebook. Daumen Schickt hoch. Coole Übungen zurück. Lasst einen Daumen da. Teilt, liked uns, dass wir zusammen gut durch diese etwas anstrengende Zeit kommen. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin. Bleibt in Bewegung, bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder hier. Dann danken wir euch. Danke Michi. Und danke Marc. Bleibt gesund. Bis dann. Also. Ciao, ciao. Thank you.